Guten Tag, Leute. Willkommen zum neuen Part von Mass Effect 2. Mit einer sehr coolen Musik. Mit Kasumi und ja. Wir müssen die Greybox finden. Wir können es aber bei den ganzen Stücken hier ein bisschen genauer erkunden, was es hier eigentlich alles ist. Michelangelos David. Also, wow. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Wenn wir es in Einzelteile zerlegen, klar. Unheimlich. Trotzdem was wert. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz. Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Ich würde mal sagen, auch wenn wir die Werbung direkt finden könnten, würde ich mir gerne alles nachgucken. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevan sehr selten. Aus gutem Grund, würde ich sagen. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Tja. Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Da kann ich ein bisschen Medigel tanken. Oder auch nicht. Das ist hübsch. Irgendwie entspannend. Warum? So eine Sphäre. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Ich glaube, das Ding kennen wir sogar gar nicht. Ist es eine Anspielung auf irgendwas anderes? Weil das Ding kenne ich gar nicht von Mass Effect. Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Okay. So, wir nähern uns halt. Aber ich will weiter gucken. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Ich wollte gerade sagen. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow, das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Soweit ich weiß, gar nicht. Man hat das Gefühl, seine Augen würden einem folgen. Gruselig. Das ist halt ein Kroganer, ne? Das ist eine Casa Locust. Nein, die Casa Locust. Die Waffe, mit der zwei Präsidenten erschossen wurden. Großartig. Hock hätte sicher nichts dagegen, wenn wir uns die ausborgen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Aber dauerhaft ausborgen. Casa Locust. Oh. Wie ist Hock denn an den Kopf der Freiheitsstatue gekommen? Hock, du Wahnsinniger! Okay. Die Waffe werden wir uns gleich mal genau angucken. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kasumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er offen gestanden. Trotzdem werden Sie schreiend sterben. Genau wie Ihre Begleitung. Versuchen Sie es ruhig. Jetzt kommen Ihre ganz besonderen Talente ins Spiel, Shepard. Ziehen wir es durch. Leute umbringen. Ich weiß gar nicht, was es sein sollte, dass ich es da abschießen konnte. Ob es darum ging, ihn sauer zu machen, oder... hätte das Gewehr. Aber spontan gehen wir so viel Beef, da ich keine Zeit habe, sie genau auszuprobieren. Geht nicht! Ist doch keine Zielsuche! Verschwinde! Ach, Chief-Ro! Der Schaden ist ein bisschen zu wenig übrig. Dafür ist es nicht sehr präzise.
Doch, ich denke, damit können wir was machen. Ah, oh, ist schon tot, wunderbar. Ja. Kann schon mal den Panzer umladen. Und das kannst du mir erledigen. Auf die Drohne! Hättest du ruhig noch finishen können, Kasumi. Okay, immer direkt abhauen, ist auch in Ordnung. So. Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Ja. Das fällt auch bestimmt nicht auf, wenn auf einmal hier so ein Shuttle rumeiert. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu holen. Ein Waffenspind. Aber jetzt, das passt schon soweit. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wir haben Kontakt. Das sah aber schon besser aus. Blendgranate. Ach du Scheiße. Was will der denn? Vielleicht sollte ich aufhören, auch die besseren Sachen zu sparen. Und stattdessen meine besondere Munition ein bisschen zu skillen. Der ging nicht mein Kopf durch. Das macht man nicht. Stimmt, wir können ihn abfackeln. War es auf dem Mac? Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Typ jetzt der Letzte. Sagt er. Kommt zwar ein neuer. Sehr schön. Das meine ich mit, die Mission ist ein bisschen schwieriger, weil wir haben halt nur ein Teammitglied. Und dabei kommt trotzdem der ganze alte Scheiß. Sogar ein bisschen mehr wie sonst. Wir sind aus dem Tresorraum raus. Festsetzen! Verdammt! Wir müssen einen anderen Weg finden. Es geht immer einen anderen Weg. Hier geht es ja irgendwo um PDA-Zelten. Da oben? Scheinbar da oben. Und ab und zu habe ich kleine Mikroruckler, falls das auffällt. Das nervt ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe nur eine Festplatte vollgehauen mit Videos. Also diese hier noch nicht. Muss ich mich noch entschuldigen dafür. War nicht geplant, dass ich was länger mache. Ja, das passt. Ich habe spontan, was wir machen nach dieser Mission. Mal sehen. Vielleicht ein bisschen Sekundärkodex lesen. Nee, das ist ein bisschen sehr auffällig, das da. Ist trotzdem nichts. Okay. Da sind sie rein zum Einsatz. Schweren Beschuss. Das ist wieder. Das hätte gut ins Auge gehen können. Toller Effekt der Blendgranate, ey. Und die beiden weg. Warum nicht? Du musst wieder alles alleine machen. Okay, jetzt machst du es doch. Wow! Kumpel! Der Rocket Jump funktioniert hier nicht. Warum fetzen eigentlich bei mir die ganze Zeit die Gegner weg? Voll viel Spaß. Ist gar nicht so lange her, da sind aber welche gefetzt, oder? Gut, da sind noch zwei. Der
kommt ein Quadrant. Bereit machen. Wenn der ja nicht auf die Ideen kommt. Zu jagen, brauchen wir schwereres Gerät. Ja. Aber bestimmt keine Syntheten. Hui! Ja, das war mal richtig heftig. Okay, einmal Ersatzteile. Wie das Platin. Das da. Damit können wir da jetzt Loch machen. Das machen wir erst gleich. Erst will ich hier ein bisschen mich umsehen. Ja, aber hier kann ich ein bisschen Geld rausziehen. Aber es mangelt mir halt ein bisschen an Munition. Ja, der Panzer ist logischerweise genau perfekt platziert. Das hat gereicht. Ja, ist ein kleines Loch. Was zum Teufel macht ihr da unten eigentlich? Dumm in der Gegend rumstehen anscheinend. Oh, das wusste ich nicht, das geht. Einiges an Holz, das er auf mich zukommt. Das meiste Holz kann ich hier was machen. Das kann ich jetzt auch machen, wenn der Schilder hat. Uiuiuiui. Als Max und den ganzen Typen ist es ein bisschen viel auf einmal. Aber es wird noch schlimmer, keine Sorge. Noch kommen wir ja ganz gut voran. Sie auf, Kasumi. Sie wissen doch, was mit Ihrem Jüngerchen passiert ist, als es nicht aufgegeben hat. Nicht über Kitty. Sie Mörder. Kommen. Ja, der hat sich falsch Deckung gesucht. Gut, ich brauche ein bisschen Munition. Hat irgendeiner hier was liegen gelassen, weil ich nicht in die Luft gejagt habe? Ja, scheinbar nicht so. Die Liquid, was ich nicht brauche. Das ist wertvoll. Deckschaden. Ich glaube, dazu zählt auch mein Verbrennungskit da. Haltet Sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Nehme Deckung! Wir haben Gesellschaft! Meine Schilde sind unten. Blöde Blendgranaten. Sie mich fast ein bisschen an Karazhan aus World of Warcraft. Wo auch die Typen beim Rennen immer weggucken muss. Keine richtigen Blendgranaten, die wir haben. Aber funktioniert ungefähr so ähnlich. Wow. Wenn es in den Gedanken kommt, den bitte wegknocken. Geh auf Tauchstation. Wir schalten ihn aus. Gut. Dann nur noch den da hinten.
wir machen uns ganz einfach. Komm da nicht hin! Ach warum? Wenn man in Deckung gegangen ist? Sie kommen von vorne! Danke. Habe ich eigentlich KI-Hack mittlerweile? Ich könnte aber selber taktische Tarnung benutzen, mache es aber nie. Fällt mir ganz spontan auf. Das greift hier mega Schlag wieder. Noch mehr Gegner? Nein, ist normale Musik. Uiuiui. Ui. Ich wollte gerade dann denken, ich hab's ja die optische Tarnung, aber nutze sie nie. Entweder weil ich da so lange gewohnt bin, dass ich sie nicht habe und deswegen sie nicht einsetze. Oder weil ich sie jetzt mal vergesse. Aber ich glaube, es liegt wie gesagt daran, dass ich sie sonst nicht habe. Ich spiele eigentlich fast immer nur mit dem normalen Soldaten, der alle Waffenfähigkeiten hat und so weiter. Aber andersherum, das hier einzusetzen, ist sowieso ein bisschen schwammig, weil Kasumi allein zu lassen ist so eine Sache. Es ist schon in Ordnung, wenn sie das ständig macht, weil sie macht mehr Schaden als ich. Also, bei dem Schlag macht sie mehr Schaden wie ich. Ich muss zum Ziel rangehen, muss eine Deckung suchen und so weiter. Es geht besser, wenn ich zwei Teammates habe. Aber ja, sollte ich vielleicht öfter nutzen, jetzt wo ich so gerade drüber nachdenke. Ich meine, ich komme auch so voran, aber... Trotzdem wäre es nicht verkehrt, die Fähigkeiten, die man hat, selber zu nutzen. Ich meine, habe ich sie extra ausgewählt. Und die kleinen Mikrokler gehen mir ein bisschen auf den Sack. Oh, Bossfight. Tudumsch. Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Gotthard. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Vor uns! Ja, der war ein bisschen ekelhaft, das Vieh. Vor allem, wenn man davon bedenkt, dass man noch im Baubeschuss steht. So, Schilder auseinandernehmen. War das nicht so? Legen Sie die Waffen nieder. Shit. Hat noch mehr von denen? Null. Ich glaube, der hat ja, quasi drei Phasen. Beziehungsweise muss ihn dreimal hart treffen, damit er erledigt ist. Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kasumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Dann kommt das nämlich. Das heißt, ich kann die Zeit nutzen, um ein bisschen Munition zu holen. Da rechts, wo sind da? Der Gegner, was sonst?
frage mich gerade, kann man das nicht einfach mit dem Mummel hier runterputzen? Gehen wir zum Angel wieder. Da kommt der Jäger. Das habe ich gerade gehört. So. Selbst wenn sie entkommen, werde ich die ganze Galaxie nach ihnen durchsuchen. Habe Schilde verloren. Voller Schildstärke. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Schaffst du schon? Sie kommt von rechts. Achtung, Männer. Schädigt nicht ihr hübsches Gesicht. Kann ich anfangen abzufackeln. So lange, bis es hier regeneriert. Okay, Zeit ein bisschen Munition zu tanken. Habe ich nicht, er ist nämlich wieder. Doch, mit der Verbrennungskit ist es wieder einfacher. Die Gegner hier ist ein bisschen schwerer. Es ist zu spät, Leben aus der Sache rauszukommen, Kasum. Wäre ich mir nicht ganz so sicher, mein Freund. Mir bist du es gerade, der ein bisschen abfackeln ist. Jetzt sollte alles reichen für ihn, fährt er eh nicht mehr. Ganzen Boys wieder. Ja, das sei dich gesegnet. Ja, gehört ihr. Das war doch mal nicht schlecht. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich fail hier mehr. Kasumi ist mir gar nicht einmal abgenippelt. Was? Ja, Herr Rock, hast vielleicht ein ganzes Geschwader von Jägern, aber wer fühlt die jetzt an? Beziehungsweise wer befehligt sie jetzt? Du entscheidest ja nicht mehr. Die Medizin jetzt hier auch sind, ne? Und ich brauchte nicht eins. Ja, schön, gibt alles ein bisschen Kleingeld. Aber sehr gut, haben wir es noch gut hinbekommen mit der Mission.
Kasumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kasumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kasumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt, damit sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kasumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kasumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kasumi. Ich liebe dich. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Informationen zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Informationen mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Ja. Schwere Entscheidung, was sie hier machen sollen. Von wegen, dass sie die Greybox weiten soll, dass sie zerstören soll. Oder dass sie so handeln sollen, wie er es gesagt hat. Das ist eine fiese Entscheidung. Warum soll ich sie tragen? Das soll sie alleine machen. Obwohl, wenn es die Allianz betrifft, bla bla halt, ne? Wir machen es mal moralisch. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Da finde ich sie darin eh ziemlich gut. Okay, Missionszusammenfassung. Rapper erfolgreich. Keiji Okudas Greybox wird zurückgeholt und bleibt in Kasumis gutes Besitz. Donovan Hawk wurde bei der Zerstörung seines Jägers getötet. Kasumi ist loyal. Damit haben wir jetzt eine spezielle Kraft hier freigeschaltet. Er hat eine Sprengladung, die disorientiert betäubt und geringen Schaden verursacht. Ach, die Blendgranate, okay. Neues Outfit hat sie dadurch bekommen. Wir haben eine neue Waffe bekommen, die ganz nett ist, und nebenbei noch ein bisschen Kleingeld bekommen und noch ein bisschen anderen Kram, ne? Ja, ein bisschen Platin noch, was wir eh nicht benötigen, weil wir zu viel haben. Aber egal, es hat gut in diesen Part reingepasst, die ganze Mission. Neben Loot da mal noch grob. Ich würde sagen, im nächsten Part quatschen mit unseren Teammitgliedern und machen ein bisschen Codex. Weil ich wüsste spontan nicht, was ich jetzt noch machen würde. Außer das halt. Hübsche Kleidung. Ziehe ich eh wieder um, das passt überhaupt nicht hier rein. Ja, ich würde sagen, das können wir so machen. Ne, das machen wir nicht so. Bevor wir den nächsten Part dann anfangen, eigentlich den nächsten. Keine Nachrichten für Sie, komm. Was kann ich machen? Also wir werden den Part hier gleich. Ein kleines Mühe werde ich noch machen. Ich werde dann zum Ende des Parts. Warum schäme ich wieder? Zum Ende des Parts werde ich dann erst einmal die Planeten erkunden, die wir vor unserer Fresse haben. Dass wir das dann haben. Und zum Ende des nächsten Parts dann... Aufgenommen oder toter Fisch? What the fuck? What the fuck war das denn jetzt? Okay. Ja, das will ich gerne wieder haben. Ich werde gesagt, das will ich haben. Danke. Achso, den Hamster, genau. So. Gut, ausgehend tun wir den kleinen Planeten-KT erkunden und dann machen wir weiter. Bis gleich. Bis morgen gesagt. Tschüss.